Geht's dir gut? Du siehst so alter aus. Ja, ich war am Wochenende. Ja. Feiern. Hast du gesehen? Ey. Hast du dich noch nicht von erholt sozusagen? Ey, der Sonntag, es war gestern ein Schlaftag, ey. Wie lange habt ihr gemacht? Naja, ich war 3:45 zu Hause. Boah. Ja? Mit wem warst du da? Mit einem Freund. Okay. Und um 4, Quatsch, und um 8 musste ich ja schon wieder aufstehen. Da kam bei Katrin. Hat sie gesagt, na, kleine Martin aus. Sitzt alles. Ja? Mhm. Oder willst du machen? Mhm. Ich stelle mich erstmal richtig hin. Warte mal kurz. Hm? Das T-Shirt ist noch ein bisschen zu weit. So, jetzt circa. So. Okay, jetzt kannst du noch ein bisschen reinfahren. Jo, reicht. Reicht? Boah. Zurück? Warte. Ja, sonst ist. Ja. So besser? Ja, sonst ist das Becken so weit vorne. Ach ja, stimmt dir die Füße? Was hast du denn für ein Gefühl? Ey. Alles übrigens wieder, oh, ey, war ey, ey. Also, als ob ich was dafür kann. Nee, typisch ich. So, jetzt stellst du dich erstmal schön gerade hin. Ja, die nehmen wir wieder runter. Oder nicht? Nee, wir lassen ihn erstmal hier oben. Ich möchte, dass der hier erstmal schillt. Der schillt heute nicht mehr. Nee? Mhm. So, und du stellst dich schön gerade hin. Ja, bring dich erstmal. Bevor ich hier mit dir loslege. Wir starten heute mit den Kniebeugen. Ah, oh, okay. Geht das? Ja, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass die du schon. Du hängst noch da, ja. Soll ich den hängen lassen mit an? Oder wir können. Nee, unterlagern können wir den nicht, ne? Aber ich glaube, hier, wenn der hier wieder liegt, das ist ganz gut. So, Eva. Jetzt soll ich natürlich vorne bleiben und du gehst runter, oder wie? Naja, ja. Du hältst immer Spannung. Pass auf, geht jetzt los. Soll ich vorne bleiben oder soll ich nach hinten? Nee, du sollst schon nach hinten, also okay. Mit dem Po nach hinten. Du willst jetzt Kniebeuge machen. Reicht? Ja, jetzt versucht man das Knie ein bisschen mitzubeugen. Ja, oh. Ja, und halten. Und Oberkörper schön gerade. Brust raus, Schulter nach hinten. Halten. Halten. Pass auf. Halten. Vier halten kann ich nicht mehr. Halten. Und du versuchst dich jetzt mal nach oben zu drücken. Du willst hoch. Da muss er schon ab. Ja, nimm mal den Arm wieder zu darüber. Wie bist du auf mir? Zieh dich hoch das letzte Stück allein. Der Versuch. Und das ist mein Talent. Alles aus der Hand zu schmeißen, ey. Das ist ja gut. So, geht jetzt erstmal wieder? So, das war Runde 1, 3 machen wir davon. Mhm. Können wir den linken Fuß noch ein bisschen nach hinten schieben? Ich glaube, der ist ein bisschen. Nee, der ist hinten. Der ist hinten? Okay, ja. Dann kam mir das nur so vor. Der ist hinten. So, Eva. Zweite Runde. Mhm. Packe ich den wieder in die Stange? Geht so? So. Alles gut? Liebe. Mach. Stopp, stopp, stopp. Die haut ja runter, ey. So. Weiter? Ja? Oh, ich kann gar nicht locker lassen. Du stehst gerade. Jawohl. Okay, und jetzt willst du wieder nach oben. Ja, mach ich. Ja, ich mach. Und los, den Rest schaffst du alleine. Warte. Ich mach mal kurz. Mhm. Oh, ey, los.
Los, oh. Jetzt schaffst du es. Richtig nach vorne. Jawohl. Keine Kraft in den Beinen. Eigentlich in meinem ganzen Körper nicht. Naja, es ist aber, es war zwischendurch schon mal schlechter. Bestimmt. So, das war Runde Nummer 2. Bist du bereit für Tod? Nein, atme erst ein bisschen durch. Oh, man merkt schon wieder, dass der rechte Arm, ich glaube, ich werde das da auf der Kamera wieder sehen. Der will immer wieder irgendwo hin und... Der ist dann voll in der Gange. Ich merke das nämlich an dem Bizeps, dass der schon wieder richtig schauert, ja. Komm mit. So. Warte, noch nicht runter. Bereit? Naja, was man bereit nennt, ja. Versuch mal Spannung aufzubauen. Bauch, Gesäß. Ja? Hast du? Mari. Und dein linkes Knie will sich beugen. Los, ja. Und du bleibst aufrecht. Mit rechts bleibst du mal jetzt locker, genau. Aufrecht bleiben. Aufrecht. Halten. Merkst du das in den Beinen? Ich merke das im Bauch, im Rücken, ja. Ich merke das überall. So, rechts macht jetzt mal wieder easy. Warte mal, ja. Lass ihn da einfach hängen an der Seite. Genau. Schön aufrichten nochmal. Wow. Ja, du kippst nicht nach hinten. Das ist locker. Also, wie gesagt. So, pass auf, geht wieder hoch. Und rechts ist entspannt. Okay. Genau, dein Oberkörper ziehst du alleine. Rechts ist entspannt. Wow. Rechts ist entspannt. Rechts darf gleich. Versuch mal dein Becken schon wieder ein Stück vorzuschieben. Jawohl. Und du willst vor. Komm. Ja, und noch ein Stück. Oh, rechts kann nicht locker bleiben. Warte, rechts, reicht. Reicht? Ist es zu weit? Warte, werde ich gleich sehen. Ein bisschen kannst du zurück, so reicht. Ausruhen. So, jetzt kannst du erstmal stehen bleiben. Das ist schön. Ist dir warm geworden? Beim Abgang, ja. Beim Abgang. Wie war die Party am Samstag? War geil, war richtig. Also ich hatte einen kurzen Durchhänger, weil ich das ja nicht gewohnt bin. Also so halb eins, so, naja, man kann auch schon sagen um eins. Das lag wahrscheinlich auch an der Musik, weil wenn die richtige Musik gespielt wird, dann machst du ja mit, dann singst du mit, dann bewegst du dich ein bisschen und dann machen die anderen ringsum auch mit und dann ist die Müdigkeit auch immer total weg. Und somit haben wir das dann gar nicht mitgekriegt. Ja, um 3 sind wir los, um 4:15 waren wir denn hier. Okay. Krass. Spät. Jo. Und wie bist du denn ins Bett gekommen? Er hat mich ins Bett gebracht. Ja? Ja. Habt ihr was getrunken? Nein. Hast du den Wein mitgebracht? Ja, du hast den... Da liegt er. Ich such den jedes Mal. Also er hat... Nein, ich habe auch was getrunken. Ich habe aber... Ey, und das muss man unbedingt merken. Einen alkoholfreien Cocktail mit Maracuja, Pfirsich, Ananas, ein Hauch Kakao. Okay. Ey, der hat aber auf dem Geld geschmeckt. Ja. Hat auch 5 Euro gekostet. Naja, Cocktailzeit, ja. Ja. Zwar alkoholfrei, aber es ist so. Ja. Also Geld haben wir da gelassen. Mhm. Also richtig viel so, ja. Bist du aufrecht? Nee. Dann los. Machst du den linken Arm bitte wieder mit runter? Ich glaube, hier kann ich mich besser entspannen. Das war geil. Und es ist auch wirklich so gewesen, dass, ich meine, klar fällst du mit Rollstuhl, aber da wurde einem die Plane dann auch gehalten. Wenn wir dann rausgegangen sind. Schön. Ja. Also bist du auch ohne Probleme da in das Zelt reingekommen, ja? Das ist gut, dass sie das gemacht haben. Da habe ich ja vorher nachgefragt. Mhm. Wie sieht es denn aus, Rollstuhlfahrer?
Habt ihr Platz für die? Nee, natürlich. Mhm. Schön, finde ich gut. So, du packst sie mit deiner Hand hier auf den Ball. Freust du dich wieder? Schön. Ich freue mich, wenn du dich freust. Ja. Ja, sehr gut. So, jetzt willst du den zu dir rollen, also ans rechte Ende. Genau, jetzt willst du ihn wieder zu mir rollen. Und du bleibst immer schön stabil im Oberkörper. Kippst nicht nach vorne. Und du willst ihn wieder hier hin rollen. Alles gut, machst du gut. Anstrengend. Ja, sicherlich, das ist anstrengend. Und jetzt sitzt du wieder zu mir rein und bleib dahin. Jawohl. Stell dir hier nicht vor, dass du vorne einen Ext. Mein Fräulein. Und wieder nach rechts. Das habe ich am Samstag. Nee, Fräulein habe ich nicht am Samstag gehört. Cherie habe ich gehört. Cherie. Mhm. Da hat mir einer, wie gesagt, Zirkuszeltplane weggehalten oder aufgehalten. Und dann hat er gesagt, na, ich habe leider keinen roten Teppich, dann hätte ich dir den ausgerückt. Also schon ein bisschen angetun, ja. Und da habe ich gesagt, Honey, keine Panik, ich sage, das ist hier wie ein kleiner Laufsteg. Ja, und dann hat er gesagt, nee, dann halte ich dir wenigstens die Tür auf. Ich sage, danke, Monsieur, und dann auch mein Schiri. Mein Schiri. Ja. Schön. Aber da darfst du auch nicht mal pullern müssen, nicht? Nö, also ich war nicht, normal, nee. Ja. Naja, also, aber wie gesagt, Blasentraining lohnt sich bei sowas. Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe. Weil wenn du da was trinkst, ich muss ja immer auf Klo. Also Blasentraining hat sich wirklich gelohnt. Oh, das ist einfach. Das ist cool. Also nicht cool, aber es ist Wahnsinn, wie dich das anstrengt. Und wieder zu mir auf jeden Fall. Und dann locker lassen. Ich rede ja nebenbei auch noch. Ja. Dann darfst du dich jetzt ausruhen, liebe Eva. Dankeschön. Wie so ein Bartisch hier. Fehlt nur das Bier. Ich stelle mir vor, ich wäre Samstag hängen, da wäre keine Ruhe auch nicht hingekommen. Ja, das wäre doch cool, wenn du da so stehst. Und ja, auf jeden Fall hätte ich da mit. Naja, ich konnte im Rollstuhl auch mitfeiern. Also, ach, na klar. Du kannst ja auch im Rollstuhl tanzen. Und wie gesagt, ich habe ja noch vom Oktoberfest habe ich ja auch welche getroffen, die da dann auch waren. Und die haben gesagt, ich finde das schön, dass du trotzdem rausgehst. Ja, das ist auch toll. Ich. Das ist auch toll, dass du das machst. Ja. Ja, und die Ina hat ja dann mit mir auch wieder getanzt. So wie beim auf dem Oktoberfest. Hat sie, wie gesagt, mein Handy noch, hat sich vor dem Rollstuhl gesetzt. Ich bin ein bisschen nach vorne gerutscht. Dann haben wir so, also ich habe mich so bewegt und sie hat natürlich in hier diesen, na wie heißt das, 1-2-Tipp hier. Ja. Ja. Ist doch schön. Cool, cool. Ja, ist auch ein bisschen Oberkörpertraining gewesen, ja. Richtig. Genau. So, jetzt richtest du dich wieder auf. Oh. Alte Frau, das Kind, die zockt nicht. Ich kuller dir den Ball jetzt immer rüber, aber ein bisschen mit Schmackes. Und du versuchst den Ball immer zu kriegen. Können wir mein Becken oder mich überhaupt mal ein Stück noch nach vorne holen? Mit dem Zug hier? Mhm, aber ganz langsam. So, reicht. Reicht? Geht? Ich weiß nicht, ob der Ball da hinkommt oder da hinkommt, ja? Wenn ich den jetzt anstupse. Reaktion. Dreh den zurück. Huch, naja, das war ja nicht. Das war aber nett. Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir ein bisschen mehr Schmackes. Ja, machen wir Tischfußball heute.
Ja, versuch den Gleichrückschlag zurückzuschießen, dass wir so ein bisschen Tempo und Reaktion in deinen Oberkörper kriegen. Oh. Jawohl. Sehr gut, und wieder gerade stehen. Jawohl. Das macht auch Spaß. Weil spielen wir hier wieder noch Tennis. Ich habe einen Schutz. Ja. Aufrecht. Das war gemein. Das war wieder aufrichten. Sehr gemein. Noch keine Pause? Nein. Aufrichten. Der Tisch ist so clean. Ja. Ist egal. Da okay, komme ich leider nicht ran. Kannst du eine Pause machen? Oder, nee, da komme ich nicht ran. Oh, der ist hier lange auf der Couch. Möchtest du was trinken? Hm. Möchtest du was trinken? Hm. Nein, danke. So, das machen wir gleich nochmal. Ach, ich will. Keine Müdigkeit, ihr Vorteil. Und dann machen wir noch eine Runde. Ja. Steffi hat übrigens das Video gesehen, hier mit Beiwerfen, hat sie gesagt, du sollst schon mal ganz gut aus, Eva. Wer ist denn Steffi? Na, hier, die montags kommt. Auch so ist Eva? Ach so. Mhm. Also. Ja, was war denn das hier? Ich bitte. Also, so, das hast du noch voll. Ja, Lecke, hab ich schon. Das hast du noch voll gesagt. Frech, ja. Aufrichten? Ja. Wollte ich schon zurück. Aufrechten bleiben? Warte. Ja. Die Fingerspitzen haben neu getroffen. Und nochmal. Aufrichten? Ja. Handball kannst du damit aufspielen. Wahrscheinlich. Eine Runde machen wir noch. Ja. Du bleibst schön hinten. Fällst nicht nach vorne. Ab. Ja. Eine müssen wir noch. Ja. Spor noch mal ein bisschen Action vor. Sag doch Bescheid. Kannst du Action? Sieht das eben mal gerade in Fahrt, Eva. Musst du durch. Hat Spaß am Beispiel. Ja, macht dir auch Spaß. Okay, ich kann es mal heute machen. Heute aber in den Beinen zu sich stellen. Herrlich. So, kurz ausruhen. Mhm. Und dann geht's weiter. Im Text. Luft ist wirklich. Wie viele Minuten haben wir noch? Was steht da vorne? Ich sehe es. 9 Minuten haben wir jetzt noch. Oh. Das ist okay. Das reicht. 9 Minuten. Ja. Ich habe mir auch was gestellt bei Kleider. Mal sehen, ob da was Schönes dabei ist. Ja, Kleider wollte ich aber. Also wo ich das letzte Kleid anhatte, habe ich mir gedacht, nö. Erst wenn ich wohl losstehen kann. Mhm. Ja, es ist doof. Wenn du dich da drauf setzt, dann sitzt das nicht richtig, das glaube ich dir. So, aber ich habe mir so eine Flatterhosen hier, so eine, wie heißen die, Pump-Up-Hosen? So eine Pump-Hosen hier, wo du noch dickere Oberschenkel hast, als ich jetzt schon habe. So eine Flatterhosen oder was? Na, ich glaube, du hattest auch noch so eine. Ja? Ja, wo unten Gummizug ist und oben so. Ah ja. Ja? Okay. Ja, die sind doch schön für dich, oder? Die sind schön. Die sind schön locker luftig. So, die Hand bleibt da. Du fängst an. Und zwar auf dem Boden, ja? So nicht. Ich weiß doch. Darum bin ich ja auch schon wieder. Versuch mal beim nächsten Mal aufrecht stehen zu bleiben und von hier oben runter zu werfen, dass du die Kraft aus dem Arm holst. Und gleichzeitig Oberkörperstabilität. In etwa so, Eva. Alles gut. Jetzt machen wir dir auch noch Protektoren auf. Schelm. Prima. Na, das war nicht so gut. Du siehst, ich beherrsche das mit dem Ball nicht so gut.
Das war wie Delfin gerade. So, halt rüber. Einer ist wohl auf die Kamera. Ja, es wird wieder festgehalten. Oh, aber schön, ich kann nicht schwimmen. Oh, Scheiße. Du hast heute ganz schön viel Wucht drauf. Vielleicht. Du hast ja gesagt, so meine Kraft auch. Du weißt doch, dass ich. Du weißt doch, dass ich. Ein bisschen Power habe. Krieg ich Angst, wenn du den Ball wirfst. Der geht so ja richtig hoch. Oh. So, jetzt werfen wir wieder so normal. Okay. Ich werde jetzt mal ein bisschen gemein. Ich werfe nicht immer in deine Hand, ich werfe vielleicht auch mal nach da. Aha. Ja? Genau. So meinte ich das. Ja, ich kann dir aber nicht garantieren, dass ich an. Dass du den fängst, ja. Musst du auch nicht. Oh, was auch immer. Entschuldigung, Eva. Du aber hast... eigentlich will ich nur deine Reaktion testen. Schön. Jo. Also nachher im Hochsommer kann man das nicht so ausführlich machen, weil du dann extrem schwitzt. Na, du ja auch. Wie? Na, du schwitzt ja auch. Ja. Du musst ja mal rennen und dann aufheben. Anfang, ja. Bei mir ist es nicht so schlimm wie immer. Aber mir ist gerade noch ein guter Einfall gekommen. Was machen wir nicht heute? Das machen wir beim nächsten Mal. Wir könnten auch. Wenn du im Kniebeugen bist, quasi. Oh ne. Dann bleibst du da und dann machen wir. Das ist eine gute Idee. Ja. Ich hänge! Ja. Ich hänge. Ich wollte auch mal deine Reaktion testen. Hast du mitgekriegt? Hab ich mitgekriegt. Aber das ist auch gut so. Ich hab mir gedacht, was du kannst, kann ich schon lange. Ein Beispiel macht wirklich Spaß. Macht's auch. Immer. Ich habe jetzt keine Brille aufgesetzt. Wie ist das Lied? Immer mitten in die Fresse rein von den Herzen. Immer mitten in die Fresse rein. Puh. Boah, jetzt war ich genau davor. Los Tempo. Okay. Oh, schön. Nicht schlimm. Liegt deine Hand noch? Ja. Nicht so. Ja, dadurch, dass sie jetzt ziemlich schwitzig ist. Müssen wir nächstes Mal einen Lappen drunter biegen. Oh, ey, der Fall. Das macht sie. Du hast gesagt, hey, Wahnsinn! Mit Tempo, dann mach ich auch mit Tempo. Richtig gut. Schön. Hast du geschafft. Oh, ich schwitze. So, jetzt doch nochmal die Kniebeuge. Okay. Oder zumindest eine. Ich fahre mal hier Harald ein bisschen ran. Ist das jetzt weit weg? Ja. Das ist doch eigentlich schon. So finde ich es besser. So. Nach so einem Power-Ding, ja. Denk an dein Knie, alles gut? Ja. Gerade. Schultern locker lassen. Oh. Jawohl. Ich habe keine Kraft mehr. June. Ich habe keine Kraft mehr. Oh. Was machen wir jetzt? Ich schieb den mit dem Knie weg. Oh, ich schwitze wie ein Schwein, Junge. Ich schwitze wie ein
und frei. Ja, ein bisschen. Ja. So, Eva. Kannst du mich mit der Seite mit nach vorne ziehen? Das war. Ich komme ja wie in die Mauer. Achso. Ist das eine Waschmaschine? Ja. Also, so. Ja, das Ding unter meinen Po rausholen. Du schwitzt wirklich. Ich schwitze, habe ich doch gesagt. Ich bin aufgeheizt. Mit dem Tempo? So. Ja. So. Und jetzt? Jetzt fahre ich raus. Mach ich die Kamera jetzt aus? Jetzt kannst du sie ausmachen, ja.